idea of spoiling the game. I was for onesies. Well, here's twosies. Ja, seid mir gegrüßt. Willkommen zurück zu Burn Time. Wir haben beim letzten Mal, ja, hier versucht jetzt den Grünen ein bisschen zu verfolgen und haben also in Numea jetzt auch hier jemanden stationiert mit einer Gasmaske, wo Ratten produziert werden. Und naja, jetzt geht es halt darum, den Grünen irgendwie ein bisschen zu verfolgen. Vielleicht können wir ihm eine Falle stellen. Problem wird sein, die Versorgung. Ich meine, ich habe hier zwar Ratte und das passt ganz gut, aber naja, also hochwertigeres Essen wäre durchaus nicht schlecht. Ja, deshalb, ich werde erstmal probieren, vielleicht hier rüber zu kommen nach Left End. Da haben wir ja Fleisch stationiert, wenn man so will. Also haben wir hier eine Fleischproduktion. Das werde ich mir mal schnappen. Eventuell dann über Dogshit City und über das Kloster zurück nach Numea. Noch jemanden anheuern. Ein bisschen Fleisch stationieren hier. Vielleicht gehen wir auch nach Murab und werden dann da mal uns das wiederholen. Mal sehen. Also wir gehen erstmal hier zurück Richtung Kloster. Mal gucken, was er dann auch macht. Weiß man ja auch mal nicht so genau. Hier werde ich mich mal kurz versorgen. Und werde hier noch was mitnehmen. Jetzt nochmal zur Quelle gehen. Düster aus hier. Dann gehen wir nach Dogshit City. Gehe ich auch nochmal zur Quelle. Wir haben, glaube ich, einen Techniker abgestellt. Ah ja, hier können wir auf jeden Fall die Feldflasche mal lassen. Was haben wir denn hier für eine Produktion? Ratten. Das heißt, ich kann auch noch mal hier Ratten mitnehmen. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Das ist noch so ein bisschen ein Problem, aber naja. Das ist halt jetzt so. Gut. Dann gehen wir weiter nach Left End. Was er da macht. Er hat sich jetzt mal Gold Town genommen. Und hier in Left End, hier ist noch der Axel, der hier rumläuft. Den könnten wir ja mal gucken, den könnten wir vielleicht mal anheuern. Wasser, ja, Wasser ist jetzt auch nicht so dolle hier. Wir haben aber hier auf jeden Fall Fleisch. Das heißt, sprechen wir doch mal hier. Den Axel, yeah man, sag an. Willst du einen Job? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber erst will ich etwas Fleisch. Okay, ich gebe dir das Fleisch. Dann kann er nochmal in die Quelle gehen. Und, oh, er ist 54 Erfahrung. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Das heißt, wir könnten ihm hier vielleicht auch noch mal ein Messer mitgeben. So. 5. Und ich glaube, an der Quelle hatte ich sogar noch ein Messer gesehen. Nee, wo hatte ich das denn gesehen? Ah nee, das war, glaube ich, in Dogshit City. Okay. Ja, das heißt, wir gehen hier mit ihm zusammen Dogshit City. Da kann er vielleicht hier das Messer mitnehmen. Wir
Können noch die Ratte snacken. Gehen noch mal kurz zur Quelle. Hier wäre noch eine volle Feldflasche. Ah, die sollten wir wahrscheinlich mitnehmen. Wasser ist halt auch ein knappes Gut, ja. Oder ich lasse das Messer hier und nehme hier die Schlange. Im Kloster könnten wir eventuell noch tauschen. Was hast du denn? Du hast ein Messer. Der Richard hat ein Messer. Ja, gut, okay. Dann geht's zum Kloster. Hier wollen wir mal gucken. Hier können wir mal vielleicht tauschen. Hier ist nämlich noch der Pokerface. Ich glaube, der hat sogar noch eine Gasmaske mit am Start. Auch mal gucken. Gut, hier können wir dann eine Schlange essen. Und jetzt haben wir hier alle Feldflaschen aufgebraucht. Das ist schlecht. Also Pokerface. Ja, du hast eine Gasmaske. Die werde ich mal kurz hier einlegen. Und 40 Erfahrung hat er. Okay. Und der Angel. 63 Erfahrung mit der Heugabel. Das heißt, den Angel werden wir wohl mitnehmen. Auch schlecht ernährt. Die holen sich dann eben halt nur so viel Wasser, wie sie brauchen. Ne? Das ist natürlich klar. Axel, dich werde ich mitnehmen. Ich brauche nur 2 Wasservorrat. Auch 2. Eine Sache. Okay, hier haben wir zumindest noch 5. Das heißt, 3. Okay. Und dich lasse ich dann in Numea mit der Gasmaske. Das können wir dann vor Ort tauschen, weil ich bin ja hier auch ein bisschen angeschlagen, das heißt, ich werde mir mal die Gasmaske schnappen. Und jo, das ist okay. Und der Angel, der kann dann hier noch mal ein paar Sachen mitnehmen. Und der Axel, der hat die Sachen an Bord. Gut, dann Angel zum Trupp nehmen. Der ist schon im Trupp. Pokerface ist auch schon. Pokerface kann dann ja zum Lager. Ne, Pokerface ist im Lager. Ja. Das heißt, wir streifen hier mit unseren 3 Leuten mal voran Richtung Numea. So, okay. Dann schauen wir mal. In Numea können wir auf jeden Fall hier mal 2 Ratten snacken. Hier
seid noch ganz gut versorgt, das passt. Messer lasse ich hier, das lasse ich hier und das kriegst dann du. Kommst mit. Natürlich kein Wasser mehr. Echt. So denn. Noch an der Quelle. Also, okay, also Angel sollte mitkommen. Axel kann hier bleiben. Okay, puh. Voll gefüllt. Aber keine Wasserflasche mehr zum Mitnehmen. Na gut, dann müssen wir unter Umständen mal gucken. Ich werde jetzt mal hier Murab angreifen. Und zwar mit dir. Und erledigen. Und er hat hier Black Mac. Noch einer. Ja, Pete ist auch am Start. Jetzt nichts dabei hier, also echt auch komisch und nicht mal ein Messer. Okay, Fleisch kannst du essen. Ich hoffe halt, dass hier an der Quelle irgendwie noch ein bisschen Wasser ist. Wie sieht's aus? 50. Bald dran. Messer dabei. Ah ja, zwei Messer dabei. Okay.
Daten. Mal zur Quelle. Vielleicht hatte ich mich auch eben da verschaut, also dass der andere da, den ich da noch getötet hatte, dass der gar nicht hier eigentlich war. Das kann natürlich auch sein. So, okay. Ja. Kein Wasser, keine Ration für Wasser. Naja, schauen wir nochmal ins Zelt. Der hat auf jeden Fall hier noch Ratten liegen. Wir sind aber da ziemlich gut versorgt. Ansonsten gibt es hier nichts. Dann werden wir mal Richtung Stadt hochgehen. Ja. Und werden uns da mit Wasser vielleicht versorgen. Okay. Gehen wir nach Numea. Hier können wir mal kurz schauen. Oh, hier ist irgendjemand gestorben. Zur Quelle. Ja. Excel ist hier. Ah, da hat er angegriffen. Hier hat er angegriffen. Genau. Und hier liegt eine Gasmaske rum. Jetzt schauen. Angel, was hast denn du noch? 26, wow. Kurz die Gasmaske anziehen. Kann ich hier noch jemanden stationieren? Nee, hier ist niemand, den ich stationieren kann. Okay. Wasserquelle. Ja, leer. Okay. Ja, dann Hauptstadt. Dann müssen wir hier mal gucken. Essen. Ja, Essen können wir. Aber heilen müssten wir uns und Wasser müssten wir kaufen. Oder in die Bar gehen. Okay, ich gehe erstmal zum Arzt. Und zwar der Angel hier, der Kollege. Den sollten wir auch mal ein bisschen heilen. Okay. Und ich kann eine Schlange opfern. Passt. Okay. Dann gehen wir noch zur Bar. Eine Wasserquelle gibt es ja hier immer nicht. Nee. Da müssen wir mal kurz gucken. Ja. Gehen wir zur Bar. Was haben wir dann im Angebot hier? Naja, eine Schlange könnten wir trinken, also für Trinken opfern. Dann hätten wir wieder 5. So, naja. Jetzt ist halt die Frage, wo es jetzt hingehen soll. Info. Ah, hier. Ja. Zwei stationiert. Ich würde halt sagen, wir versuchen mal hier hinzukommen, nach Gold Town. Dann kann ich ihn vielleicht abstellen, meinen Kollegen. Vielleicht habe ich Glück. Ah, hat er nur mehr eingenommen. Kennt er nichts. Ah, gut, wen haben wir dann hier? SD. Hat er denn hier stationiert? Da hat er einen, den Roger. Den Funky hat er. Hat er da stationiert, okay.
60 wieder. Dein Kollege da oben. Okay. Ah, jetzt trifft er mich dann doch wieder ziemlich oft hier. Baden produziert er hier. Dolles. Ah, ich hatte, glaube ich, irgendwie vergessen, Gasmaske da zu tauschen anscheinend. Ja, auf jeden Fall haben wir hier keinen Wasservorrat. Ein Wasservorrat, das ist schlecht. Inventory. Ah, 4 hat er. Ja, dich werde ich mal abstellen müssen. Ja, ich muss mir echt Wasser kaufen jetzt. Komme ich nicht drum rum. Wie sieht es mit der Gesundheit aus? Okay, 77. Yo, Fleisch für Wasser. Oh, greift mich der Hund da an. Echt ziemlich vergeudet, muss man sagen. Aber ist eben so. So. Mal hier gucken. Wahrscheinlich wird er sicher da die Gasmaske auch mitgenommen haben. Da ist auf jeden Fall noch jemand am Start. Okay, was liegt dann hier noch rum? Das ist wahrscheinlich hier das Überbleibsel von meinem Kumpane, ja. Gasmaske. Hat er sich gar nicht mitgenommen. Was haben wir dann hier noch im Lager? Sieht eigentlich ganz gut aus. Du kannst ja
Rose, du kannst ja vielleicht für eine Schlange arbeiten, oder? Er ist ein Söldner. Okay, ja, kriegst du halt hier das Fleisch. Ist auch in Ordnung. Das. Nimmst dir noch ein Fleisch mit bei 78. Jo, was soll man machen? Ja, jetzt haben wir hier jemand stationiert. Black Mac wäre noch am Start. Den können wir natürlich auch noch mal stationieren. Zocker Joe ist hier. Irgendwas Interessantes. Eine Axt. Was ist denn für deine Axt? Gasmaske, die gebe ich dir jetzt nicht. Ja, Black Mac, komm mal her. Kannst du dir gut vorstellen, für ein Fleisch. Okay, gebe ich dir das Fleisch. Und dann gebe ich dir die Gasmaske. Und dann sind wir auch weg. Maske zu dir. Messer auch zu dir. Mac, ab ins Lager. Ich gehe kurz nochmal zur Quelle. Okay. Gut, ja. Jetzt ist halt die Frage, wo ich was lagern habe. Hier habe ich noch hier habe ich meine guten Sachen zum zur Wasseraufnahme. Was produzieren wir hier? Produzieren wir Maden. Hier Ratten. Hier auch Ratten. Das heißt, wir könnten ich brauche von hier nach Antella 2 Tagesrationen und weiter nach Nameless Town 2 Tagesrationen. Nach Gold Town 3 Tagesrationen. Hier habe ich halt kein Wasser, keine Feldflasche. Wo hatte ich denn noch eine Feldflasche? Ah ja, hier unten. Gut, die bringt mir jetzt nichts. Also entweder müsste ich nach Gold Town gehen. Dann käme ich von hier nach hier auf 0. Dann hätte ich aber einen Wassersack und eine Feldflasche. Ich meine, es ist jetzt hier so ein Spiel, ne? Also es geht dann immer hin und her wahrscheinlich jetzt. Hier kommt es halt drauf an, ob er das dann einnimmt und da dann auch. Naja. So, Gold Town, okay. Dann gehe ich hier mal ins Lager und hole meine Sachen. Kurz hier snacken. Haus mit Quelle. Nehme ich mit und das nehme ich mit. Mal gucken, was haben wir hier noch lagernd.
Ja, nur Maden, okay. Und dich haben wir hier eingestellt. Ja, der ist halt. Der ist halt ein bisschen wenig eigentlich. Vielleicht sollten wir da nochmal schauen, ob wir da noch einen zweiten reinpacken. Ich werde es mal probieren mit einer Ratte. Vielleicht will hier einer für eine Ratte arbeiten. Okay, du möchtest eine Schlange. Der Benji. Schlange. No, ich glaube, das war ein ganz guter. Der will bestimmt Fleisch. Schlange. Na gut, dann machen wir hier den Rachnow mit einer Schlange. Das passt dann schon. Schlange. Aber hier eigentlich noch irgendwas rumliegen. Ich dachte, ich hätte hier noch ein Messer oder so. Okay, ich gebe dir die Schlange. Nee, hat man anscheinend nichts mehr rumliegen. Aber wir haben zwei Messer hier. Also, das heißt, irgendwo ist noch ein Messer. Ja, hier. Also das liegt ja, na, wir produzieren ja Maden. Das heißt, das muss ja sowieso hier rumliegen. Aber es könnte sein, dass es noch ein zweites Messer gibt. Ja, hier liegt noch ein zweites Messer. Dann kriegst du das. Und ich nehme, ja, das, was ich eben hier noch habe, nehme ich mit. Ich habe noch eine Ratte anstatt die Made. Rachno, dich platzieren wir hier. Und Made tauschen wir. So, na, dann geht's wieder weiter. Dann geht's wieder Richtung Antella. So, jetzt ist er wieder in Antella. Naja. Info. Hier haben wir zwei. Old Town haben wir auch zwei. Naja, man, irgendwann wird ihm das Essen ausgehen, aber man kann das halt nicht so genau sagen. Hier habe ich halt nur einen, das heißt, ich werde vielleicht mal jetzt hier reisen nach was auch immer das ist. Deadwood. Jetzt ist er wieder nach Numea unterwegs. So, schauen wir mal. Deadwood hat man, glaube ich, auch nur Maden. Ja, das heißt zwei Maden snacken. Mal gucken, die Wasserflasche vielleicht auffüllen und noch jemand engagieren, der hier irgendwie für eine Ratte oder so arbeiten möchte. Mal gucken, aus mit Quelle. Ja, da füllen wir doch gerne auf. Mal gucken. Gut, hier hätten wir auch noch Fleisch. Der Bird. Gucken, was der haben möchte. Sein Job gibt eine Schlange. Na gut, wenn er für die Schlange arbeitet, dann arbeitet er auch für Fleisch. Wie viele Hunde habe ich denn hier? 1, 2... Auch nur noch bei 53. Ja. Schwierig. Bird, komm her.
So, naja, gut, jetzt haben wir halt nur ein Messer hier, zwei Typen. Mal sehen, wo ist das Haus mit Quelle? Da unten. Da waren wir ja schon. Nehmen wir noch das Fleisch mit und die Ratte. Getränketechnisch sind wir da ganz gut unterwegs. Das heißt. So, ja, jetzt kommt er nach Antella. Was hat er denn hier unten angestellt? Weiß man nicht. Gut. Was habe ich denn dabei? Noch ein Fleisch, zwei Ratten. Ja, das heißt, ich könnte hier in Antella kurz zum Arzt gehen. Zum Arzt gehen. Hier nochmal versorgen lassen. Eine Ratte. Zwei Ratten. Okay. Das heißt, wir haben noch ein Fleisch. Und ich sollte vielleicht irgendwo hingehen, wo es Ratten gibt. Hier nicht. Da oben gibt es Ratten. Ja. Naja, ich könnte nach Numea gehen. Da sind, glaube ich, auch Ratten vorrätig. Ja. Gut, das heißt, ich reise. Was liegt hier rum? Ein Messer. Gehen wir kurz zur Quelle noch. Okay. Ja, dann wieder zurück. Und Gregor ist von uns gegangen. Ja, also hat sich dann letzten Endes ausgezahlt, da immer hin und her zu laufen. Das heißt, wir haben hier auch den letzten Gegner jetzt erledigt. Jetzt geht es halt darum, alle Orte einzunehmen. Also das Spiel ist noch nicht gewonnen, so viel kann ich schon vorhersagen. Es bleibt trotzdem spannend, weil, naja, einerseits, es gibt diesen Amiga-Bug mit den Tauschangeboten beim Händler. Ich kann also kein Essen eintauschen für Gegenstände. Ich brauche aber mindestens... Ich glaube, zwei Schutzanzüge. Ja, das heißt, ich brauche hochwertige Dinge zum Tauschen. Da müssen wir mal sehen, ob das hinhaut. Nichtsdestotrotz, wir haben also den Gregor hier besiegt und ihr seht das dann. Seine eingenommenen Gebiete sind dann halt jetzt wieder weiß und wir müssen sie halt einnehmen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal schauen, wir haben jetzt Tag 393. Eventuell werde ich dann da an der Stelle jetzt hier einen kleinen Cut machen und werde mal versuchen, so ein paar Ortschaften noch einzunehmen und mal zu gucken, wie ich das mit dem Schutzanzug und so hinbekomme. Würde mich aber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder dabei seid. Hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und wer Lust und Laune hat, darf natürlich gern den Kanal abonnieren, Likes da lassen oder Kommentare. Das freut mich dann umso mehr, wenn es anderen auch gefällt. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.